der Suche nach der Hexe, mit der Ciri in Konflikt geraten war, ja, stieß Geralt auf eine alte Freundin. Aber jetzt sind wir auf der Suche nach Tamara. Erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich anbietend Der Hexer machte sich mit Keira auf den Weg. Ciri hatte den Elfenmagier nicht erreicht. Ja, ja. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus. Ich hab grad trainiert. Und? Gegessen! 400 Gramm Hähnchenbrust. Mozzarella, Tomaten. Bisschen Gurke, super lecker. Und ich hatte noch meine Energy-Büchse hier mit den, also hier mit Süßstoff ohne Kalorien. Die stand so halb leer vor der Tastatur. Ich war noch ein bisschen tatterig in den Finger und hab die umgeschmissen. Und da ist jetzt ein Schluck reingelaufen in meine total tolle mechanische Mecha-G-Unit von TT Esports. Und jetzt geht die nicht mehr. Ich habe sofort Desinfektionsmittel oben reingekippt und mit meinem Druckluftspray ausgeblasen. Aber da ist irgendwie noch ein bisschen was drin. Jetzt muss ich die erstmal trocknen und ich hoffe, dass da nicht irgendwie was verklebt oder so. Dann muss ich die aufmachen. Ist das alles scheiße. So, wir müssen nach Ochsenfurt. Wir müssen wieder hier in der Loch rein. Das ist totaler Quatsch. Oder was? Aber gut, wir machen es einfach mal. Wenn das da so steht. Wieder ordentlich abtrainiert, Alter. Meine Stahlmuskeln wieder aufgebläht. Oh, geiler Boy, Alter. Hui. Hast du jetzt alle Monster verjagt? Mein Mann hat doch einen tollen Posten, was? Nicht übel. Der zeigt jetzt auch wieder immer noch die 1000. Ne, wir gehen da mal rein in diesen. Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? In den Kanal hier. Checken wir mal die Lage, Alter. Die Bude schon wieder aufgebaut hier. Weißt du, wer ich bin? Der Pferdebursche, den ich aus dem Feuer gezogen habe. Das werde ich dir nie vergessen. Hier, zum Dank. Oh, 20 Mark. Besten Dank. Ich sag euch. Sag euch. Was sagen wir nicht? Wir können die Hoffnung nicht aufrichten. Hexer, auf ein Wort bitte. Was will er denn jetzt? Ich glaube, wir hatten noch nicht das Vergnügen. Man nennt mich den Feldwebel. Ach, ist das nicht der zum Verprügeln? Verstehst du? Als Philipp, also der Baron, und ich unter temerischer Flagge gedient haben. Ich habe eine Frage an dich. Was gibt es? In der Nacht, als der Baron allen befahl, die Türen zu verriegeln und drinnen zu bleiben, was habt ihr, der Baron und du, getan? Da musst du den Baron fragen. Apropos, wo steckt er eigentlich? Im Garten. Seit neuestem sitzt er stundenlang im Garten. Betrunken. Nein, er trinkt und isst nichts. Sitzt nur da. Ich brauche einen guten Fick. Sehr gut. Hier bist du also. Siehst du die Stockrose hier? Die violetten Blüten? Habe ich aus Nazair mitgebracht. Anna hatte etwas darüber gelesen. Wollte sie unbedingt haben. Sie hat sich stundenlang um sie gekümmert. Sie war so glücklich dabei.
Und diese da? Die Gefüllten? In Serikanien werden sie Paradiesvögel genannt. Aber Tamara nannte sie Paradiesdrachen. Sie hat sie geliebt. Eine Schande, dass ich nie erfahren werde, welche Blumen der am liebsten gehabt hätte. Aber gut, dass ihre Seele frei ist. Dein Verlust ist sicherlich schmerzvoll. Schrecklich. Aber wir hätten nichts tun können. Nein. Weder jetzt noch in Zukunft. Es war zu spät. Das war klar. Ups. Ich hätte früher handeln und dieses... So, muss mal kurz hier. Das seht ihr jetzt nicht. Ich habe jetzt hier meine... Bluetooth-Tastatur aus dem Schlafzimmer vom HD-PC. Wielen verlassen sollen. Da ist so ein kleines Touchpad mit drauf und ich musste gerade ein Fenster wohin schieben und das dauert ein Sumpfloch bisschen. Hier. Das konnte nicht gut gehen. Ich habe Neuigkeiten über deine Familie. Du hast etwas herausgefunden? Lass uns reingehen. Hier draußen ist es ziemlich kühl. Gibt es Neuigkeiten? Deine Tochter ist in Ochsenfurt. Was zum Henker? Geht es ihr gut? Ist sie gesund? Ist sie sicher? Warum hast du sie nicht mitgebracht? Das habe ich nie angeboten. Du sagst, dass sie sicher ist. Hast du sie denn gesehen? Nein, ich sprach mit ihrem Fluchthelfer, der sie auch aufgenommen hat. Tamara ist wohlauf. Soweit ich verstanden habe, will sie dich weder wiedersehen noch zurückkehren. Ich traue keinem Bauerntölpel, der ihr vielleicht geholfen hat. Ich muss wirklich wissen, dass sie sicher ist. Geh zu ihr. Überzeug dich, dass sie sicher ist. Ich glaube keinem anderen. Okay. Na gut, das mache ich. Ich bin dir dankbar. Nimm diesen Anreiz. Und das hier könnte nützlich sein. Was ist das? Ein Geleitbrief. Seit die Redanier sich des Pontatals bemächtigt haben, ist es verdammt schwierig, Novigrad ohne Geleitbrief zu erreichen. Also gut, du solltest sie beide finden. Was ist mit Anna? Die habe ich noch nicht, aber ich bin ja auf der Spur. Also, worauf wartest du dann? Dass du mir was über Ciri sagst, wie vereinbart. Na gut, ein Mann, ein Wort. Während Ciris Genesung haben wir sie auf die Jagd mitgenommen. Bisschen galoppieren, um nach der Bettruhe die Glieder wieder zu lockern. Ja. Dein Mädchen ist ein Glückspilz. Ein Wildschwein dieser Größe zu erlegen, wäre eines Festmahls König Volltests würdig, wäre er noch am Leben. Ciri, komm. Dir sollte die ganze Keule gehören, finde ich. Na, sind sie doch alle scharf auf das geile Mäuschen. Mädchen. Nicht schlecht, aber wer geht mit einem Schwert auf Wildschweinjagd? Bogen oder Speer waren nicht vorhanden, da blieb mir nur mein Schwert. Nun, du hast es schön geschwungen. Wo hat man dir das überhaupt beigebracht? In Kaer Morhen. Dort gibt es eine Hexerschule, ja, aber soviel ich weiß, nehmen sie nur Jungen auf. Ich bin keine Hexerin. Ich bin nur dort aufgewachsen. Glaub ich dir aufs Wort. So wie du das Schwert schwingst. Kennst du dich mit Tränken aus? Nicht so gut. Nur ein bisschen. Weißt du, manchmal zwickt's mich im Rücken. Halt's Maul, Ygrin. Niemand interessiert sich für deinen Rücken. Manche Frauen können Schwerter schwingen. Ich kenne da eine. Aber Pferde können sie nicht besteigen. Nur Schwänze. Sie reiten wie beschwipst. Kein Wunder, wenn sie immer seitwärts aufsitzen. Wollen wir wetten? Denkst du, dass du schneller reiten kannst? Gerne. Worum wetten wir? Um das schwarze Pferd. Das im Stall. Oh, das kommt nicht in Frage. Was ist los? Hast du etwa Angst? Nein.
Also, was ist los? Das Pferd gehört mir. Ein Wettreiten gegen den Baron selbst? Was für eine Ehre. Oh, das wird ein unvergesslicher Anblick. In der Tat. Abgemacht. Wenn ich gewinne, bekomme ich dein Schwert. Abgemacht. An deiner Stelle würde ich nichts mehr trinken. Du brauchst einen klaren Kopf. Bei Tagesanbruch geht's los. Die sind doch alle scharf auf sie. Der Morgen dämmert. Bereit? Bereit. Wer zuerst beim Turm ist. Aufsteigen! Los, Ciri, mach uns keine Schande! Ich bin die geile Ciri. Dein Schwert gehört mir! Das werden wir ja sehen! Wie, was ist das denn, Morin? Was hat denn wieder für einen Wegfindungsfuck? Warum rennt das scheiß Pferd nicht? Alter. Jetzt gehst du doch da lang! Alter, ich drück drauf, Alter! Warum reitet die Fotze nicht? Beeilung, schneller! Alter, da drehst du doch durch! Verdammt, um ein Haar. Siehst du, bin nicht ganz so alt, wie du denkst. Mein Glückwunsch. Brauche ich nicht. Warte mal, das ist doch Beschiss, ist das doch. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten sich dabei den Hals. Nein, ich will jetzt nochmal laden, Junge. Das könnte gequatscht werden, wenn wir es dann gleich nochmal an. Bis dann. Dieses Bild. Dieses. Alter. Ich weiß schon, warum ich immer zu Fuß gehe, Alter. Alte Freundin, Keira Menz. Die Zauberin erzählte dem Hexer von einem maskierten Magier mit einem Versteck, an dem Ciri sich angeblich verborgen gehalten hatte. Der Hexer. Keira auf dem Weg. Ciri hatte. Ja. Die Geisterkavalkade war Geralt einen Schritt voraus. So schien es jedenfalls. Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugeben, bis Kay... So, genau. Ab du hier. Siehst ja fertig aus. Ihr so, wisst, siehst wir das Anna und die... Dein Dort gibt es... Nicht... Weißt du... Also... Um das Schwarz... Oh... Das ist... Na... Das... Ein Bett... So... So... Bereit? Bereit. Auf! So. Los, Ciri, mach uns keine Schande. Das ist doch echt für'n Arsch. Los, du bist scharf auf das Pferd, was? Hatte genauso eins. Geiles Mäuschen. Dein Schwert gehört mir. Das werden wir ja sehen. Beeilung.
So, gewonnen! Du bist der Wind, keine Frau. Du hast dir das beste Pferd verdient. Es gehört dir. Vielen Dank. Was? Noch eine Chance zu gewinnen. Sie schrie wie eine Irre. Im Nu hatten alle die Wette vergessen. So, jetzt bin ich zufrieden. Alle rannten, um sich zu retten und riskierten, sich dabei den Hals zu brechen. Und? Habt ihr es geschafft? Manche schon. Andere hatten weniger Glück. Aber was dann geschah? Hexer, ich habe vieles gesehen, aber noch nie so etwas. Niemals. Oh nein, ich kenne diesen Blick. Du lernst schnell. Den Rest hörst du, wenn du meine Frau findest. Ich bin dran. Aber du kommst kaum voran. Sie haben sich getrennt. Daran hatte ich erst nicht gedacht. Keine Sorge, ich werde auch Anna finden. Ist dir was über Hexen in Velen zu Ohren gekommen? Auf die Gerüchte der Bauern gebe ich nichts. Die einfachen Leute sehen Hexen, Zauberei, Teufel... Und was weiß ich alles, überall auf ihren Wegen. Wie hat es dich hierher verschlagen? Bin nur neugierig. Das ist kein Geheimnis. Ich war ein temerischer Soldat. Meine Einheit wurde gleich zu Anfang aufgerieben. Hoffnungslos uns zu sammeln und den Feind zurückzuschlagen. Die Überlebenden sind nach Norden gewandert. Andere, Deserteure oder gebrochene Männer, schlossen sich uns an. Wir waren ein Schneeball auf einem Abhang. Als wir nach Krähenfels kamen, führte ich eine große Truppe an. Ihr seid einfach in die Burg marschiert und habt's euch gemütlich gemacht? Durch den Vormarsch von Nilfgaard war der lokale Herr geflohen und hatte die Burg verlassen. Ist der Krieg vorbei und Nilfgaard siegreich, erhalte ich von den Schwarzen den Titel. Dann hört das Gerede vom selbsternannten Baron auf. Ich frage mich, warum du dich überhaupt mit den Nilfgaardern eingelassen hast. Was hätte ich tun sollen? Mich ihnen entgegenstellen und als Held sterben? Ich scheiß auf den Heldentod. Scheiß tot! Willst du lieber als Verräter leben? Bald wird sich niemand mehr erinnern. Temerien gibt's nicht mehr. Und daher auch nichts mehr zu verraten. Die nilfgaardische Garnison vor Ort. Sie sieht nicht wirklich stark aus. Na und? Selbst wenn ich sie angreife und alle vernichte, kommen bald andere. Die Schwarzen werden das Land überfluten und bald das Sagen haben. Das ist so sicher wie unser eigenes Arschloch. Bis dann. Okay, gucken wir mal, was ist was klauen können die? Also eine Truhe, ist das nur ein Fass? Ich dachte, das wäre eine Truhe. Okay. Oh, was denn jetzt schon? Warte, Hexer! Wenn du meine Tochter findest, gibst du ihr bitte das hier? Eine Stoffpuppe? Mhm. Die verkaufe ich! Oh, Noob! Geld haben wir denn? 200 Mark. Nein, die hier. Verbessertes Hybridenöl. Wir brauchen ein Hornblatt und ein Erynienauge. Überlegenes Bestienöl. Was brauchen wir danach? Verbessertes Bestienöl. Büffelgras und Rubedo.
Drakoniden. Ah, hier, was kann man machen? Bestienöl. Drakonidenöl, was brauchst du dafür? Mutterkornsamen. Gucken wir mal, ob es hier Mutterkornsamen gibt. Wahrscheinlich nicht, ist ja ein... Na. Mir die Birne. Ja, musst du mal nicht so viel saufen, du altes Saufschwein. Willst du... Ist ja kein Kräuterkundler hier, nicht? Nee, der hat nichts. Alles klar. Auf Wieder. So, es ist mittlerweile jetzt 7:45. Ich mache jetzt noch ein Weilchen hier. Wir werden jetzt erstmal nach Ochsenfurt. Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Oder wir machen erstmal hier die Frau, klar. Aber wo sollen wir da suchen? Da. Ja, das ist ja hier Dings, ne? Das ist ja Ochsenfurt, denke ich mal. Aber wo sollen wir zur Mutti? Untersuche alle verbleibenden Spuren im Willen und finde die Frau des Barons. Zeigt mir da eine Richtung an, aber... Baron, Schmaron, wenn ich eine Bäuerin ficken will, mache ich das. Ja. Schön die Bäuerin ficken. Da hat meine Fackel in einem. Bist du bekloppt? Der Dings, ne? Also irgendwie da lang. Aber wir reiten erstmal hier. Oh, wie das hier aussieht. Ja, jetzt seht ihr jetzt mal das gleiche hier. Das ist doch scheiße. Mehr du Pferd. Woher soll ich das wissen? Wenn du so neugierig bist, frag dich doch selbst. Ja, da musste man schon mal anhalten. Yeah. Jetzt reiten wir hier mal so lang und gucken mal, wo wir hinkommen. Diese Richtung. Ja, das ist doch hier. Ja, das ist doch hier nach da, nach Ochsen. Also ich tippe mal, dass das Ochsenfurt ist. Aber gut, wir reiten da mal hin. Ist ja jetzt nicht so weit. Wir können dann noch hier das auf dem Weg dorthin machen. Und vielleicht noch das ein oder andere Monster on the way verkloppen. So, was haben wir hier so? Nichts. Ach, da oben, was ist das Türmchen auf dem Berg? Was seid ihr denn für welche hier? Wollt ihr aufs Maul oder was? Oh, ein Dorf. Schon plötzlich. Ja, vorne Dorf, Alter. Gerade Dorf gefunden. Ein Banditenlager. Ah, die müssen sehr stark verprügelt werden. Was ist los? So, warte mal. Verfickte Scheiße, jetzt kriegst du erstmal eine Bombe ab. Ah, nicht unsere Superpfeile. Hier, unsere Superpfeile. Bah! Bah! Oh, erschossen! Dann
Reißt ihm die Eier ab! Oh, eine Bienennest. Ah, ich kann es auch nicht abkloppen. Kann ich es vielleicht hier mit... Nee. Ach, man kann es damit runterhauen, okay. Juhu! Ja, na gut, dann kann man es aber auch nur... ich muss es aber trotzdem noch entflammen. Aber gut, man kann es telekinesieren. Was ist mit dir hier oben los? Der entfährt Weinstein, Trockenschnapskrone, besser als nichts. Bleibst du stehen, du altes Schrottvieh? Dem Weg nach Ochsenfurt. Ah, wir gehen dahin. Los, los. Und reiten am Fluss entlang. Ach, wie schön das aussieht. Wie schön das aussieht, Junge. Hier kommt der Klepper bestimmt wieder nicht hoch. Ach, er rennt einfach durch den Fußboden quer unten durch. Habt ihr das gesehen? Beweg dich! So, wir sind gleich zwei Tubes. Question marks on the map eingezeichnet. Du machst ein Schwert hier, Schwert! Zieh doch dein Schwert, du Affe! Nimm die Bude hier wieder. Gefahrgebannt, Bevölkerung zurückgekehrt. Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Steckt der Schatz da vorne? Unverschickter Brunnen. Ja, das ist wieder so eine Schatzquest. Da gibt es dann wieder irgendwo irgendwas, aber das machen wir jetzt nicht. Wir haben ja noch den Liebesbrief da im Garten vom Baron gefunden. Das machen wir auch noch nicht. Das machen wir later on. Hangeln wir uns hier an dem Fragezeichen bis nach Ochsenfurt hoch. Das sind ja nur noch hier diese vier. Und dann gucken wir mal nach Mr. Mara, der alten Bitch. Wölfe? Ja, Wölfe, die sind mir egal. Ach nein, ich wollte keine Schwalbe, ich wollte doch... Oh. Aha, Algul, Level 13, kein Problem, ja, los, komm. Ah.
Ach ja, irgendwo stand was, man konnte mit der Gedankenkontrolle, dass sie ihre Schilder einfahren. Ihre Stacheln. Oder so was in der Richtung. Algulklaue, Knochenpark. Ambrus, Prinzessin Xenitas Schwert, der Xentia. Verbesserter Sattel. O plus. Oh, als Stahlwaffe sogar. Ey. Da kommst du natürlich erstmal vergiften, einfrieren, taumeln, betäuben. Ja, betäuben 5% ist gut. Angriffskraft und einfrieren, vergiften. Ach, war das die Markierung, die erste? Ja, tatsächlich. Wir gehen wieder zu Fuß, ist glaube ich besser. Was ist das jetzt für ein riesiges was ist das denn da? Nebling. Monsterknochen, Monsterhirn, Nebling, Mutter. Brief und Blumen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt wieder zwei neue Schatzquests, aber das machen wir irgendwann später, wenn wir mal wieder hier in den Hauptquests erstmal wieder nicht weiterkommen, dann heben wir es erstmal wieder ein bisschen auf. Ist klar, ist nicht verstanden, Junge! Pass auf nochmal ein Wasser hier. Ein Alkoholnest. Bringen wir die Scheiße mal hier kaputt. Ein Ghoulnest. Ich muss es zerstören. Monsterklaue, goldener Ring. Oder versteckte Personen oder Personen in Not. Banditen. Ach, aus dem Nichts gespawnt hier. Da fallt ihr sofort tot um, ihr Spasten. Saphir, Ambus, Schwert der Scoia'tael. Bolzen.
10. So, das war's, glaube ich, ne? Jetzt können wir hier hochgehen. Aber auf dem Weg dahin werden wir nicht, wenn wir uns dem Weg folgen hier vorne, dann wird es wahrscheinlich noch das eine oder andere geben. Schön im Baum. Ja, immer abhauen, wenn ich komme. Beweg dich! Hier für Sträuche. Radwake ist achthaft an Evelyn. Hest. Gerilan Eptemeria. Akras. Loede Nembe. Es kommt wärmer. Komm schon. Ich verklopp euch alle. Lang lebe Raduvid. Natürlich. Let me rein, du Ochsenfurt. Scheiße. Habt ihr einen Passierschein? Hey, oh, oh, nein, nein, Durchgang. Kein Passierschein. Wir sind auf Rom. Aha. Halt! Kein Durchgang! Ist in der Stadt die Pest ausgebrochen, oder was? Pest? Nein! Wir dürfen niemanden in die Stadt lassen. Befehl ist Befehl. Nur mit Passierschein. Meinst du sowas hier? Lass mich mal sehen. Da fehlt ein Siegel. Das Rote. Nicht möglich. Das Ministerium für Bürgerschutz hat es wieder vergessen. Die kriegen gerade gar nichts auf die Reihe. Kommt vor. Na schön, du kannst durch. Das will ich auch wohl meinen, mein Freund. Hast du's eilig? So, noch knapp 100 EP und kriegen wir die 10. Ihre und Heimatland. Ich bin das erste Mal in so einer Stadt hier, ne? Ruhig. Oh, hier ein was ist das hier? Ein Schneider oder was ist das hier für einer? Nein, Rasierer. Ein Barbier, ein Friseur. Hast du Rasiermesser und Schere? Gut. Rasierter Kopf und Pferdeschwanz. Lange offene Haare. Ja, hier komm, mach mal hier Haare ab. Schade, dass man das vorher nicht sehen kann, wie es aussieht, wie bei GTA zum Beispiel. Oh, wo ist der Unterschied? Boah. Bis dann. Ach so, jetzt haben wir hier so einen Pferdeschwanz. Ach so, Undercut-mäßig. Ja, natürlich. Richtig geil. Streitlos. Bisschen Gestrüpp klauen hier, wenn du schon Nostrix. Ich auch noch nicht gehört. Geh mir aus dem Weg. Mal wieder ein paar Quests. Juhu. Wo ist denn hier das Gestrüpp, was ich klauen kann?
nicht da rein. Oh! Hast du's eilig? Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Ich suche Tamara, die Tochter des blutigen Barons. Dein Bruder hat gesagt, dass sie hier ist. Wojtek schickt dich, Fremder? Woher sollte ich sonst wissen, wo sie ist? Warte kurz. Ich hol sie sofort. Da holt bestimmt welche, die uns verprügeln sollen. Das wäre sonst zu einfach. Eine Miezekatze. Du suchst mich? Und wer bist du? Hat mein Vater dich geschickt? Ja, um zu sehen, ob du noch am Leben bist. Ach ja, ich bin Geralt von Riva. Ich bin ziemlich lebendig und mir geht's bestens, Geralt von Riva. Besser als je zuvor in meinem erbärmlichen Leben. Jetzt hast du mich gesehen, nun leb wohl. Warte. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Dein Vater ist ein Scheusal. Du bist wütend und verbittert. Das kann ich dir nicht verdenken. Warum hilfst du ihm dann? Warum arbeitest du für ihn? Weil er etwas über jemanden weiß, der mir viel bedeutet. Er hat versprochen, es mir zu sagen, wenn ich dich und deine Mutter finde. Verstehe. Eine Art Erpressung. Sieht ihm ähnlich. Nun, da du mich gefunden hast, kannst du ihm sagen, dass ich lebe. Und dass ich nie zurückkommen werde. Wojtek sagt, deine Mutter hätte seltsame Zeichen an den Händen gehabt. Und sie wurde von einem Monster in den Wald verschleppt. Stimmt das? Wir sind in Richtung Fluss geritten. Plötzlich schrie meine Mutter auf, krümmte sich und fiel fast vom Pferd. Ich ritt zu ihr und sah, dass ihre Hände brannten. Und dann sprang eine Kreatur aus dem Wald. Ich wusste nicht, was es war und es brüllte so laut, dass meine Nase blutete. Sie warf Bäume um. Noch nie hatte ich so große Angst. Das Ding schnappte sich meine Mutter und verschwand im Wald. Ich wollte hinterher, aber die Pferde scheuten. Jetzt weiß ich nicht mal, ob sie noch lebt. Bevor ich zugestimmt habe, nach dir zu suchen, erzählte mir dein Vater seine Version der Geschichte. Erzähl mir deine. Meine? Die ist so langweilig wie das Leben im Sumpf. In meinen frühen Erinnerungen liegt mein Vater betrunken im Dreck unter der Treppe, mit der Flasche in der Hand. All die Jahre immer dasselbe. Vater trank, verschwand tagelang und kam so wütend zurück, dass die Möbel durch die Luft flogen. Zum Glück gab es Krieg. Ich war jedes Mal froh, wenn er weg musste. Und die Streitereien. Ich weiß noch, wie er meine Mutter anbrüllte und schlug und dann ihr Schluchzen. Ich versteckte mich unterm Bett und wollte nur Ruhe. Mehr gibt es nicht zu erzählen. Das ganze Mal 19, das ist mein Leben. Dann hatten wir genug, Mutter und ich. Er war zu weit gegangen und wir sind weggelaufen. Was hast du jetzt vor? Meine Mutter suchen. Du weißt aber, dass das nicht einfach wird. Ich bin nicht so dumm zu glauben, dass ich es alleine schaffen könnte. Ich habe Freunde, mächtige Freunde. Sie werden mir helfen. Was ist mit deinem Vater? Mit wem? Ach, dem. Ist mir egal. Ich gehe nicht zu ihm zurück. Dieser Teil meines Lebens ist vorbei. Wer sind diese Freunde? Es sei denn, das ist geheim. Ist es nicht. Schon mal vom Kult des ewigen Feuers gehört? Ja. Durch einen Priester konnte ich Kontakt zu den mutigen redanischen Hexenjägern aufnehmen. Sie werden mir helfen. Ein Hexer? Sie ab. Hätte nie gedacht, dass der Baron jemals einen Monsterschlechter anheuern würde. Aber du sollst gut im Aufstöbern von Dingen sein. Schön, dass du weißt, wer ich bin. Aber du hast dich mir nicht vorgestellt. Graden, Hexenjäger im Dienst seiner königlichen Majestät Raduvid von Redanien. Sicher hast du schon von uns gehört. Ja, ich erinnere mich dunkel. Schickt dich der blutige Baron, seine Tochter zu suchen. Du wirst scheitern. Finde dich damit ab. Wie schön, dass du an mich denkst. Aber Tamara kann ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wie großzügig. Ein Auftragsmörder, der seine Beute zum Wohle einer anderen aufgibt. Die Jäger und der Kult des ewigen Feuers danken dir. Der Baron hat einen Hexer angeheuert, um seine Tochter zu suchen.
Interessant. Wohin bringst du sie? Tamara muss sich ausruhen. Sie hat Schlimmes erlebt. Wenn sie durch die Wärme des ewigen Feuers ihre Stärke zurückerlangt hat, können wir ihre Mutter suchen. Bevor du gehst, dein Vater bat mich, dir das hier zu geben. Clara? Vater hat dich gebeten, mir Clara zu geben? Amüsant, dass er mich mit einer Erinnerung zurückgewinnen will. Sag ihm, dass er eine ruinierte Kindheit so nicht wieder gut machen kann. Auf Wiedersehen, Hexer. Danke, dass du mir die Wahl gelassen hast und mich nicht zwingst, zu diesem Tyrannen zurückzukehren. Hoffentlich weißt du, was du tust. Leb wohl und viel Glück. Lecker, Maul. Ich will ein bisschen was klauen hier bei dir. Das ist bestimmt auch geile Sachen hier. Himbeersaft. Mysteriöser Brief. Am nächsten Mal müssen wir wieder ein bisschen lesen, denke ich. Die Bücher und die ganzen Briefe. Heimwerker-Enzyklopädie. Vielleicht, wenn wir die lesen, können wir bestimmt besser reparieren. Fällt vom Tisch, ne? Ach, hier oben sind die Dinger zum Klauen, die Gestrüpps. Hier fällt der Truhe nur ein bisschen Wasser drin hier. Oh, so ein Scheiße, nee. Wer bist du denn? Plunder mitnehmen hier aus deiner Bude. Ein Schwert gegen Hexen. Mit dem Baron über seine Tochter. So, den Plunder können wir ja alles hier verkaufen. Dann haben wir ja hier die Quest-Dinger, den unverschickten Brief, genau, das war bei dieser einen Schatzquest. Den Geleitbrief, die geheimnisvollen Notizen, das war noch ein Geleitbrief, hier haben wir schon mal die erste Karte, genau, dann haben wir ja hier jetzt noch ein paar, Achtung, Trolle, achso, das sind ja hier so eine Nebenquest-Dinger, Länder des Nordens wählen, Heimwärter-Dingens, Schwert gegen Hexen. Heimwerker-Enzyklopädie, blablabla. Schluss damit sein. Jennifer's Brief, der Transitpass, Mikkel. Nifkanische Form, gibt ein Beispiel, wieso Kreisklingen. Das ist wieder, das haben wir schon gemacht. Schwarzer Kajal, das gab es bei der Hexe drin, durchfeuchte Nacht. Ah, hier der Liebesbrief, der beim Dings im Garten lag. Das müssen wir alles nochmal lesen. Ihre und Heimatland. So, vielleicht finden wir noch einen Laden. Hier können wir beim Wirt hier mal ein bisschen was verkaufen. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bitten. Sehe ich aus wie... Nein. Kann ich... Darüber will ich lieber nicht reden. Darf ich mich mal um... Wie, du willst meine Waffen nicht haben hier? 25 Ausdauer, das ist... Bis dann. Macht
40 Ausdauer. Ah! Siehst du den vom Pferderennen? Der ist doch viel geiler, der ist doch viel geiler. Ja, komm her. Yeah. Darf ich mich mal um? Dieses Mal Sattel musst du kaufen. Wie viel? 50 Mark! Muss da irgendwo noch was sein in der City. Donnerwetter! Hier muss doch ein Händler sein an dieser verfuckten Ficke hier. Zeig mir her die Town, Alter. Stimmt hier hinten irgendwo noch. Wir rennen einfach mal hier zum Westtor und dann da, also da und dann links. Oder wir können hier schon abbiegen, oder? Hinter der Kneipe, dann brauchen wir dann hier vorne gleich rechts. Mit dir rede ich nicht. Aha, da ist ein Rüstungsschmied. Und Heimatland. Sei gegrüßt. Sieht nicht so aus, als hättest du zu wenig zu. Ach, das willst ja, du dein ja, Handwerk? Ja, ja, natürlich. Ja, ja, wir reden ja, noch von Rüstung. Ja. Klar, wo... Zeig mir deine Ware. Lass mal sehen, was. So, 30 Mark. 20 Mark. So, die können wir zum Matran. Was hast du denn so hier Schönes? Skellige-Gambesor. 38 Rüstung. Na, hier sind ein paar Rüstungen schön. Jägerhandschuhe. Wir könnten mal ein paar neue Handschuhe nehmen. Wir haben total die Schrott. Handschuhe. Kavalleriehose. Ja, Stiefel könnten wir auch gebrauchen. Stiefel und Handschuhe sind nicht so auf dem neuesten Stand. Kleine Glyphe da durchdringen. Mhm. Ah, die 400 Mark, Alter, bist du denn Wahnsinn? Aber er hat gute Sachen. Aber wir sind jetzt eh Level 10, wir können auch selber was craften, glaube ich, hier. So, 27. Würde aber nichts bringen. Plus Level 16, Level 14. Level 1. Schema Fährtenhose. Ja, wir müssen uns doch mal was von ihm kaufen. Ja, Stufe 2, Stufe 3. Ja, die Rüstung geht noch, aber die Hosen, Schuhe und Handschuhe bräuchten auch ein bisschen was Besseres. So, was ist das? Gambeson, das ist eine Rüstung. Handschuhe, Jägerhandschuhe. Aketam weiß ich gerade nicht. Eine Hose. Und Stiefel. So, die Hose, Stiefel. Die Handschuhe. So, wir brauchen dafür Zwirn. Ja, wir brauchen Zwirn. Stück 16, Stück 15. Ach sehr, ja, hier, nee, gar nicht wahr. Hier, warte mal, ich will hier. So, Zwirn brauchen wir, Zwirn. Was haben wir eigentlich jetzt gekauft? Wir haben Handschuhe gekauft, Stiefel und Hosen. Wo sind die Hosen, Junge? Hier. Wir geben halt Dings auf, ne? Haufenweise. Durch Bogensresistenz, Zerschmetterung in den Ausstützen. Ah, der hat die 160 Meter. Ne, wir kaufen erstmal... Oder ne, wir können ja auch irgendwas zerlegen, um dann Zwirn zu kriegen, ne? Woraus könnte es denn Zwirn geben? Bahnfellstück, Fellstück Ölfläschchen Holz, Fellstück Schnur. Ich will kein Zwirn kaufen von dir, du hast... Ach, hier Zwirn.
auch schon mal ein Zwill. Ja, hier gibt es kein Zwill. Zwirn kann er Baumwolle machen. Toll, ich brauche aber Zwergen. Asche, Prichtrat. Asche, Monsessenz. Eine Schnur. Ne, müssen wir erstmal Zwirn von dir kaufen. Die alte nämlich noch verkaufen, die Handschuhe und alles zerlegen. Hallo, noch ein. Lass mal sehen, was du anst. So, was nimmst du? So, die große Axi. Ich kann mir das immer noch nicht so richtig merken. Ich weiß, dass Quen das Schild und Igni war Feuer, aber den Rest kann ich mir immer noch nicht merken. Für raus! Zwei Feuer. Wir könnten plus 4 machen mit der Rüstung und dem Handschuh. Schwert, 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 Ausrüstung, Axi. Und das ist große Axi. Ja, machen wir 4% Feuerschaden. Schwert. Ja, kotz dich aus, du Fotze, du. So. Jetzt können wir noch aus der Stadt rausgehen. Und hier oben, ah, hier oben denke ich, ist es wieder... Wir können mal hin, wir gehen da mal hin und gucken mal an, und gucken uns das mal an, ob da ordentlich die Action abgeht. Ich hab dich im Blick. Ja, das kannst du gerne machen. Und wir können mal so ein Boot nehmen. Fahren mit dem Boot. Schön die Seefahrermelodie hier mit dem Schifferklavier. Ach, schönes Spiel. Schnellreisen.
bin ich schnell rein. Ich will hier rüber schippern. Was ist denn da los? Steig aus! Blutmoos. Es wäre cool, wenn man da jetzt angezeigt kriegen würde, wenn man irgendeine neue Zutat hat für irgendwas, was man noch nicht machen konnte. Wie das bei Dying Light ist, wo dann halt steht, ja hier, du kannst jetzt das und das anfertigen. Was hängt denn für ein Zettel im Wald? Aha, an der Küste wurde ein Monster gesichtet. Pulle nehmen hier. Hier los. Naja, der Monsterwarnungszettel. Level 2 Gulag. Was ist das denn hier für eine Leckerlichkeit? Wollt ihr mich verarschen, oh boy. Was jetzt, du Stück Dreck? Treff ich auch endlich mal. Ob die zum Klauen hier. Steinfickverbot. Stirbt alle! Die Necker tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Ich muss es zernichten. Monsterei. Sonst nichts. Gib die Honig. So, noch schnell ein, zwei Dinge. Thank you.
Feuerpfeile hätte, könnte das vielleicht sprengen. Oh, slide around da hier. Oh. Ein Modahautnest. Es muss zerstört werden. Oh nein, die sind aber strong, die Jungs. Oh, ich bin vergiftet, Scheiße! Da, wo ich hier wieder an Land gekommen bin? Oh nö, da hab ich auch keinen Bock. Dann machen wir am nächsten Mal morgen weiter. Es ist kurz vor 9. Ich muss abhauen. Ich muss auch noch wichsen schließlich und duschen und schlafen und Autos gucken bei Autoscout.